Hallo und herzlich willkommen, ich bin der Lautschmer und ich begrüße wieder heute an meiner Seite die liebe Leo. Hallo. Und die liebe Inok. Hi. Und es ist wieder Zeit, wenn ihr schon die zwei Namen hört, für Unravel. Richtig. Und wir haben wieder ein neues Level am Start von Unravel und Level, ne, das reimt sich, das war jetzt ein toller Übergang, fand ich jetzt speziell. Ja, wir haben ein neues Level und das heißt Unten im Loch. Das lässt natürlich jetzt Interpretationsspielraum. aber das ist ja so ein schönes Spiel, von daher wollen wir jetzt nicht zweideutig denken. Jetzt geht's. Ja, so Bergwerk oder irgendwie. Das ist so Bergwerk, ja, genau, so altes Fabrikgelände eventuell. Du musst jetzt nicht auf Idee und Klugscheißer machen. Du willst doch schon. Und es könnte was mit Bergwerk zu tun haben. Vielleicht. Eventuell. Schauen wir doch einfach mal. Und da hat die Oma mal gearbeitet im Bergwerk. Mit 3 Jahren angefangen. Oh, jetzt geht's über den Acker. Sehr schön. Okay. Straße, oh. Ah, mein lieber Mann, das war knapp hier. Der hat, glaube ich, ein bisschen zu viel gesagt. Holla, die Waldfee, das war... Und guck, jetzt sieht man schön, dass er Angst hat. Ja. Der muss gar nichts sagen. Ja, man sieht es in den Augen schön. Ja. Und die Haltung. Ja, mir ist kalt. Ja, muss er jetzt durch. Jo. Oh, aha. Da fängt schon an. Polizei geholt. Proteste. Demonstrationen. So. Wir müssen quasi über den Zaun. Genau. Erstmal brauchen wir Faden. Genau. Und dafür brauchen wir ein Katapult! Jawoll! So. Jetzt müssen wir noch gucken, ob hier was geht. Was geht? Nein. Was geht? Ich sag's dir ganz konkret. Und jetzt voll in die Stacheldraht rein. Ja, es ist mir durchaus auch schon passiert, dass ich in dieser Stelle gestorben bin. Ja. Oh, das... Okay, das ist nicht so gewollt, ehrlich gesagt. Cool. Aber... Oh. Wow. Das hatten wir auch noch nicht. Puh. Oh, aber es sah gut muss aus. Muss er aber mal das Köpfchen schütteln. Ja. Das war aber jetzt... Ein Drahtseil ab. Yep. Ja. Ganz genau. Ja, so eine blöde Krähe. Wow. Ja, wettertechnisch nicht mehr so gediegen. Nee, wettertechnisch wird es jetzt leicht unschön. Möglich, ja. Hier ist wieder Wolle. Sehr, sehr schön. Wenigstens die geht uns jetzt gerade nicht mehr aus. Ja. Nächste Erinnerung. Aha, da haben wir es doch schon. Giftmüll. Und das hier? Eine Brücke. Die haben wir jetzt eingesackt. Richtig. Jetzt kommen wir da hoch. Hey. Aha. Ah ja, das ist auch so. Damals nicht. Ja, ich weiß. Auch wieder so ein schönes Panikelement. Oh mein Gott, jetzt aber. Eieiei. Oh, oh, oh. Oh nein! Ich hätte runtergehen müssen. Vorne bleiben können und dich nochmal hochziehen, oder? Ne, ging glaube ich nicht. Ne, der hatte das mitgehen lassen. Das war weg, genau. Ah. Ja, genau. Ja, ich habe hier ein bisschen was im Weg. Was denn? Das verdeckt immer ein bisschen vom Bild.
Ist ja nicht schlimm. Machen wir es halt mal nochmal, gell? Jo, was dann sei, gell? Richtig. Ich hätte vielleicht auch mit Hilfe des Katapults hochspringen können. Mhm. Aber ich mache das jetzt ganz anders. Und zwar werde ich das Katapult jetzt lösen. Dass ich hier gleich einfach nur noch runterfalle. Ja, in die Kuhle. Genau. In die Kuhle, Kuhle. Was? Ich hätte doch hier stehen bleiben können. Ja. Theoretisch, ja. Nun es gut. Gibt manchmal so viele Optionen und man wählt trotzdem die falsche. Ja, in dem Moment ist... Selbst manchmal ich besser. Ah, okay. Ja, jetzt habe ich es auch gesehen. Gut, dass wir es nochmal gemacht haben. Nein, nein, nein. Was? Warum bin ich denn... War der Fehler vorhin. Ah. Die sind weitergerollt, weil ich das Katapult nicht aufgehoben hatte. Ja. Ah, ja, so war das. So, jetzt aber dann. So war das. So, und jetzt nehmen wir wieder Wolle mit. Dann haben wir die bösen Giftgasdämpfe. Auch sehr typisch übrigens. Giftmüllfässer. Genau, da unten sieht man schon glitzern. Ja. Nein. Oh, böse. Dusch dich kalt, Hackholz im Wald. Sag mal, jetzt aber gerade. Jetzt sind wir bioaktiv. Ja. Bioaktiv? Nee, Quatsch, radioaktiv. Bioaktiv. Hauptsache mal ja gesagt. Oh, guck mal, jetzt vergesse ich mal lauter zu jetzt, springen. Jetzt geht's ab, jetzt mal so neonleuchtende Feder, so und dann... Vielleicht kriegt man auch Superkraft. Ja, hier wieder halt oder so. Ja, eigentlich, ne? So, jetzt. Bin ich matsch. Sag, hat jemand eine Idee? Ja, draufbleiben. Drauf? Gucken wir die eh noch. Die ist so schlau immer. So, draufbleiben dann. Oder nach links, ja. Machen wir es doch so. Ja, wir also auf jeden Fall. Ah, Panik. Ah, don't panic. Okay. Zack. Okay. Ja, genau. Jetzt mit der Flasche. Wild. Sieht mir schwer nach einem. Ja, aber warum machst du Stopp? Von links nach rechts ist kürzer. Normal machst du es immer. Ist irgendwie der Wurm drin. Katapult! Ist es mal wieder soweit? Schon rum? Ja, ist verpasst. Du solltest mal ein bisschen aufpassen. Mal. Ich habe gerade gebannt die Aufnahme verfolgt. Ist mal wieder. Oh. Da kam das Katapult noch nicht drin vor. Das ist immer ein bisschen zeitverzögert. Okay. So, Darle. Mal die Flasche. Yes, du mestos, gell? Ja. Powerreiniger. Wir machen aber keine Schleichwerbung. Nein, wir wenn wir Product Placement machen, dann schon berechtigt und zielorientiert. Oh, Europaletten gibt es hier auch, das ist sehr schön. Ja, kann man sehr schöne Regale draus machen, wenn man denn wollte. Ja. Das ist aber nicht das erste Mal, dass mir das passiert. Ja, mein Gott. Dafür ist die Flasche jetzt schon drüben. Auch was für sich. Ja. Das war du? Ja, erst links. Ja, ich mache es aber jetzt so rum, bevor ich hier nochmal rüberspringen muss. Na, wenn es langt. Ja, das muss jetzt. Es muss jetzt lang. Und? Das sieht gut aus. Ja, nee, ich muss schwingen. Ach so.
Schavingen. Schavingen und darüber Schavingen. Jawohl. Super. Nicht zwischen die Fässer. Ja, ja, ich hab's auch gerade gedacht. Fallen. Aber wie ich mich kenne. Ja, deswegen sage ich es extra nochmal. Ja, das ist. Ah, ist doch gut, weiter. Ja. Einfach weiter. Ja, durch. Weiter voran. Jawohl. Da ist ein Geschenk, ein Geheimnis. So die Frage, wie komme ich dran? Ja. Wir probieren es einmal mit Schwingen, wenn es dann nicht funktioniert. Aber es sieht ja, nicht danach klar, aus. Nee. Nope. Ja, geh mal. Ah, Moment. Nee. Ich könnte den Ast. Ich dachte auch, du kannst dir was holen. Boah. Genau. Das ist doch gut. Genau, das war's. Ja, schieß mal ein bisschen weiter weg. Und jetzt kommen wir auch da schön dran. Wunderbar. Zack. Wenn es einmal läuft, ne, Schwab. So, jetzt müssen wir wieder aufpassen. Ja. Ist ein bisschen rutschig. Ja, es wird leider noch rutschiger. Gleich. Einfach surfen. Wir müssen aufpassen, wo der Rocket liegt. Oh. Ja, war schon ein Wandspiel. So, jetzt aufpassen. Achtung. Oh mein Gott. Ja, sehr schön. Weil, ja. Am Schluss ja, jetzt kommt, schön. Kommt der größte Batzen, oder was? Jetzt ist schon. Oh Mann, ach du Scheiße. Aber jetzt Achtung auf den kleinen achten. Oh. Er schnauft durch und. Hä? Hast du schon gedrückt? Ja. Ja. Ja, du hast abgebrochen. Ja. Oh. So, was hätte er gemacht? Ja, diese Puh-Geste, indem er sich über die Stirn streicht, dieses typische Puh. Schade. So. Aber es gab doch mal, das ist vielleicht ein bisschen zu weit jetzt. Es gab für Super Nintendo, gab es doch auch, glaube ich, mal ein Spiel. Von Virgin, glaube ich, war das. Und das war auch, glaube ich, ein Knopf oder irgendwas war das. Glaube ich, wenn ihr euch da vielleicht so ein bisschen... Greyfish. Ja, ja. Da gab es mal irgendwie ein Spiel, wo auch so ähnlich aufgebaut war, auch so Side-Scroller-mäßig. Das war, glaube ich, irgendwie ein Deckel oder ein Knopf. Ich weiß nicht mehr genau. Nee, da bin ich oder raus, mit so einer Brille. Ich weiß es gar nicht. Ich müsste auch nochmal recherchieren, um da nochmal drauf zu gehen. Am besten würde ich da Greyfish fragen. Der es noch weiß, ja. Ah ja, doch, so Sachen. Ja, ich glaube, es war sogar von irgendeiner Marke. Die hatten irgendwie so eine bekannte Marke, wo es da gegeben hat. So ein ganz, wie so Art Smiley-Gesicht mit einer Brille und davon gab es dann ein Spiel. Ich weiß aber nicht mehr genau. Und das war halt, das hat mich so ein bisschen auch dran erinnert. Ja, da gab es früher viel mehr so Sachen. Ich hatte auch mal auf dem Computer ein Beefy-Spiel von Beefy und ein Telekom-Spiel. Ach ja, ja. Oh, durfte man da einen Service-Mitarbeiter spielen? Muss man einfach nicht ans Telefon rangehen. Ich erinnere mich nur so. Ich stelle ganz sie genau, durch, Moment. In so einem großen Haus unterwegs und habe da, glaube ich, auch echt irgendwie so anlagenmäßig was zusammen wieder ein reparieren Telekom-Spiel, müssen. Telekom-Spiel, so. Das ist bestimmt interessant gewesen. Aber leider habe ich auch gern gespielt, auch das Beefy-Spiel, aber die Erinnerung ist nicht mehr so gut da, wie es bei anderen Klassikern. So, hallo, hier ist die Service-Hotline von der Telekom. Sie sind der 1150. Kunde. Anrufer. Bitte bleiben Sie dran. Der nächste Freimitarbeiter. Hindernis auch überwunden. Hat das mit dem Bergwerk oder was auch immer
mit dem ganzen Müll jetzt da, wo die da die Müllfässer oder die Giftfässer da verladen. Irgendwas mit der Geschichte noch zu tun von der Großmutter? Weiß man da was oder so? Ist da was? Ich denke, das finden wir jetzt oder im ist Spiel da, noch ist, raus. Oder sind sie jetzt halt einfach, das ist halt jetzt in unserem Weg halt gerade, wo wir lang gehen müssen. Nee, ich denke schon, dass das Verwandtschaft von der Oma ist. Das ist so ein bisschen, dass wir die Familiengeschichte jetzt ein bisschen nachvollziehen. Ja, ja, genau. Gut, generell, was es jetzt so auf sich hat, erfahren wir ja hoffentlich dann am Schluss des Spiels. Wir wissen ja noch gar nichts. Ich meine, auch die Intention von uns jetzt hier, warum machen wir das? Genau, ja. Oh. Ja, ich denke halt schon, dass es geht einfach um die Erinnerungen wieder aufzufrischen. Ah, der Helm mit, oder? Na? Luft. Das muss ja schon irgendwas passiert sein, dass diese Erinnerungen aus ihrer praktisch aus ihrem Kopf gestrichen hat oder sowas. Oder ja. Wenn sie die Bilder da. Das ist ja nicht ohne. Oh, ein Bagger. Können wir mit dem wenigstens mal fahren? Oder verhält sich das? Ja, aber da gibt es auch einen Erfolg. Ja, hier gibt es auch einen Erfolg. Ah ja. Und zwar. Da war ich nicht ganz nach rechts. Ja, achso, du musst erst hoch. Genau, also diese Kiste braucht man für den Erfolg. Deswegen habe ich gerade gezögert, aha, weil sie die in die falsche Richtung eigentlich schiebt für den Erfolg. Genau. Aber ich muss erstmal in die Luft. Ja, okay. Ich werde halt immer schon unruhig, wenn das dann nicht für den Erfolg gut ist. Ja gut, wir hatten ja da mal in der einen Folge, hatte ich ja dann das Problem. Wollt ihr da unbedingt 100% haben Traktor bei dem Spiel? Also ich denke, dass es ein Spiel wäre, bei dem es möglich ist. Ja. Das Einzige, was mich so ein bisschen abschreckt, ist dieses Spiel, das Spiel durch, ohne einmal zu sterben. Ja. Oh, weil ja. Oh, es ja. Gibt hier schon in jedem Level die ein oder andere knifflige Stelle. Ja. Und kommt noch allein diese Krähen, ja, oder auch in dem Level, den wir auch schon hatten mit den Krabben, das geht rucki-zucki. Ja. Ja, klar, ja. Also von nee, daher, das ist schon. Wir holen mal die Sachen, die gehen und die nicht so viel Anspruch, ja, oder nicht so anspruchsvoll sind und dann mal gucken, wie die Geduld aussieht. Mhm. Es sind ja auch noch andere Spiele, die auf einen warten, von daher. Ja, ja, ist richtig. Also ich habe mir es mal vorgenommen bei Far Cry Primal. Wow, okay. Also ich glaube, da ist es echt machbar. Ja, weil, ist halt umfangreich. Ja, ist halt viel mit Einsammeln oder mit Herstellen und mit den Sachen entdecken und ja, Lager einnehmen und so, aber es geht. Das genau. Alles, sage ich mal. Ganz kurz für den Erfolg, deswegen die Kiste jetzt ganz nach rechts. Und jetzt kommt das, was man nur machen muss für den Erfolg. Wenn man den nicht möchte, kann man einfach direkt weiterspielen quasi. Ja. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich auch bei Far Cry, bei dem letzten, auch alle Sachen gemacht. Aber es war natürlich, ja, mehr zu tun. So, also den Bagger jetzt betätigen. Die Schaufel rumst jetzt runter, haut die Kiste kaputt und jetzt müsst gleich Blom machen unten. Nee, es ist schon da. Wir laufen jetzt dran vorbei. Also in der Kiste war ein Geheimnis, oder ist ein Geheimnis versteckt. Ah, okay. Ja, aber da muss man auch erstmal drauf kommen. Ja. Ja, das ist richtig, ja. Ja, das ist eigentlich dann so ein Zufallsding oder du liest es halt wirklich nach, weil du den Erfolg haben willst. Ja, da ist es. Klar, ja, aber man kann so. Da ist er. Ah, spät genau. Kommt er, aber er kommt. Grabe, wo du stehst. Ja, und mittlerweile steht ja unten im Text auch immer dabei, was du machen müsstest. Ich wollte gerade sagen, ne? Ja, das hat man das ja früher jetzt, nicht gehabt. Ne? Genau, ja, stimmt. Das war jetzt direkt auch noch angezeigt, für was man den Erfolg überhaupt bekommen hat. Ist ein bisschen einfacher. Scheiße, sind immer noch diese versteckten Erfolge. Ja. Also da kriege ich die Krise, wenn ich das lese. Ja, ja, deswegen ist es immer ganz gut, wenn man so im Internet mal nachlesen kann. Da gibt es ja mehrere Seiten, wo man sich dann die ganzen Erfolge, wo man nachlesen kann.
Oh, da. Ja, Achtung. Ah, ja. Geh weg. Ja. Nein! Nein! Der Sack. Das ist so traurig. Ja. Oh. Oh. Ja, das ist das schlimmste Ende bis jetzt. Vernarbte Erde. Ja, das ist das sechste fehlende Stück, wo wir gefunden haben. Genau. Und deshalb ist es halt so, dass jetzt hier dann sozusagen... Wie viel ist genug? Geht es dann weiter, auch in dieser, ja, teilweise Schrottplatz ist es, glaube ich, aber auch am Anfang sind wir, glaube ich, auch noch in diesem Loch, in Anführungszeichen, weil wir brauchen ja jetzt unbedingt dieses Teil, was sie kriegen, ja, was uns abgenommen genau. hat. Ne? Genau, deswegen ist das auch quasi so ein Übergangslevel dann wieder. Jo, wir aber gehen auf Krähenjagd. Ja. Ich würde sagen, wie viel ist genug? Das werden wir erst in der nächsten Episode rausfinden. Jawohl. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch mal ein Like da oder schreibt was in die Kommentare oder macht beides. Ganz egal. Dann verabschiede ich jetzt mal die liebe Leo. Ciao. Und die liebe Inok. Tschüss. Und wir sehen uns das nächste Mal bei Unravel. Und wie viel ist genug? Alles klar. Bye, bye. Ciao, ciao.